Holz als wichtigster nachwachsender Rohstoff kommt traditionell im Bauwesen oder in der Möbel- und Papierindustrie zum Einsatz. Durch Produkt- und Verfahrensinnovationen entstehen aber auch ganz neue Einsatzmöglichkeiten für Holz. Dr. Gabriele Peterek von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe erklärt, was diese sogenannte biobasierte Ökonomie bedeutet. Bioökonomie heißt, dass wir tatsächlich in der Wirtschaft nicht mehr fossile Rohstoffe nutzen, sondern wir nutzen Rohstoffe, die aus der Natur kommen, die auf dem Feld wachsen, aber eben vor allem auch aus dem Wald kommen. Die Rohstoffe werden dann weiterverarbeitet und es entstehen dann ganz vielfältige Produkte daraus. Holzprodukte müssen dabei nicht immer nach Holz aussehen. Holz besteht zu großen Teilen aus Zellulose, aus der sich Fasern herstellen lassen, die für Textilien genutzt werden können. Dr. Michael Dütsch ist Vice President eines Unternehmens, das holzbasierte Biochemikalien herstellt. Er sieht in der chemischen Verarbeitung von Holz viel Potenzial. Man kann aber eben auch einen Schritt weiter gehen und die Fasern nicht als Fasern nutzen, wie im Papier oder in Textilien, sondern diese Fasern runterbrechen in chemische Bausteine, welche dann in der chemischen Industrie in verschiedenste Produkte überführt werden kann. Beispielsweise in Verpackungsmaterialien, Kunststoffverpackungsmaterialien oder Hilfsstoffe für Textilien oder Kosmetika oder beispielsweise Kühlmittel für Autos. Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen, ist keine neue Erfindung. Bis zum Erdölboom wurden unter anderem Zelluloid oder Casein, ein Protein aus Milch- oder Sojaölbestandteilen, als Rohstoff für Kunststoffe verwendet. Im Zuge der Klimakrise rückt das Holz wieder verstärkt in den Fokus. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe fördert diesbezüglich verschiedenste Projekte im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Es geht tatsächlich los mit relativ klassischen Anwendungen, dass wir gucken, wie kann man Holz als Baustoff noch besser nutzen, als wir das heute schon können. Da geht es um die Weiterverarbeitung der Produkte. Es geht auch sehr viel dahin, was machen wir mit den Normen, die es gibt. Wo müssen wir da vielleicht anpassen? Dann gucken wir, dass wir sehr viele Projekte fördern, die sich mit geschlossenen Kreisläufen beschäftigen, dass wir tatsächlich zu einer vollständigen Holznutzung kommen. Das ist tatsächlich eines unserer ganz, ganz großen Themen. Und wir schauen einfach, was müssen wir noch mehr leisten, damit das, was die Natur, in dem Fall ein Holz, uns liefert, dass wir das möglichst effizient aufschließen und in unsere Bioökonomie einspeisen können. Klimaschutz, Wertschöpfung und Ressourceneffizienz, das sind nicht nur die Themen der Charta für Holz 2.0, sondern auch der Kaskadennutzung. Denn Holz als nachwachsender und natürlicher Kohlenstoffspeicher hat großen Einfluss auf das Erreichen der Klimaziele. Dabei stellt es auch keinen Widerspruch dar, gleichzeitig über Kunststoff und Holz zu sprechen. Vielmehr bieten sich durch holzbasierte Biokunststoffe ganz neue Möglichkeiten. Wenn wir über Kunststoffe reden und die nachhaltige Gestaltung der Kunststoffindustrie, der Kunststoffwirtschaft, geht es ja vor allen Dingen um Kreislaufwirtschaft. Das heißt, das Recycling von Kunststoff steht im Mittelpunkt vieler Aktivitäten der Chemie- und Kunststoffindustrie heute. Dieses Recycling wird niemals 100%ig verlaufen. Es wird immer Verluste geben. Und wenn wir diese Verluste im Kunststoffrecycling ausgleichen mit Produkten, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren, haben wir eine perfekte nachhaltige Kreislaufwirtschaft, ohne dass wir noch auf fossile Rohstoffe wie Kohle, Öl oder Gas zurückgreifen müssen. Bis zum Jahr 2050 werden voraussichtlich knapp 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben, ungefähr 2,5 Milliarden Menschen mehr als heute. Der Bedarf an Energie und Rohstoffen wird weiter steigen. Diese Aufgaben zu bewältigen verlangt Wissenstransfer, Innovationen und gemeinsames Handeln. Die Charta für Holz 2.0 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft verfolgt die Ziele Klima schützen, Werte schaffen, ressourceneffizient nutzen und beschäftigt sich daher mit Themen wie der Sicherung der Holzversorgung, der stofflichen Holzverwendung sowie der Kreislaufwirtschaft. Die Charta für Holz ist eine große Dialogplattform, in der die verschiedensten Interessenvertreter aus dem Bereich zusammenarbeiten. Das geht von der Politik über die Forschung, über die Industrie natürlich. Die sitzen zusammen, tauschen sich nach innen aus und bringen nach außen Informationsmaterialien und vor allem auch Empfehlungen für die Politik, was an Handlungsbedarf in diesem ganzen Umfeld zu tun ist. Zudem entstehen aus der Charta für Holz 2.0 auch Publikationen und andere Kommunikationsmaßnahmen, die den Diskurs zwischen Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Verwaltung befördern.